Hallo und herzlich willkommen bei SOLIDWORKS Tipps. Heute mit dem vierten Teil unserer Videoserie zu Neuerungen in SOLIDWORKS 2015. In der Baugruppe hier möchte ich Ihnen zwei neue Verknüpfungsarten vorstellen, beziehungsweise eine ist davon erweitert und eine ist komplett neu. Einmal haben wir hier eine neue Verknüpfungsart, die nennt sich Profilmitte. Das bedeutet erweiterte Verknüpfung Profilmitte. Mit der Profilmitte kann ich zum Beispiel wie hier unten ein Rohr auf eine Platte mittig setzen oder zwei Profile aneinander, wie auch immer. Oder eben auch ganz einfach zwei rechteckige Platten zueinander setzen. Die werden mittig ausgerichtet und so habe ich eben relativ schnell eine saubere Verknüpfung. Das Ganze kann ich natürlich auch nur entsprechend drehen und ausrichten, wie ich das brauche. Und mit OK bestätigen. Was ist der Vorteil von dieser Verknüpfung? Wenn ich hier mal mit dem Doppelklick eine Änderung mache auf 80 mm, dann werden Sie sofort sehen, dass hier die Verknüpfung stabil bleibt und ja, gegen Änderungen recht gut geschützt ist. Die zweite Verknüpfung, die ich Ihnen zeigen möchte, die werden Sie schon kennen. Und zwar ist es die sogenannte Breitenverknüpfung. In SOLIDWORKS 2014 war es noch so, dass die Breitenverknüpfung immer die Flächen zueinander ausgemittelt hat. In SOLIDWORKS 2015 haben wir jetzt die Möglichkeit, diese Zwangsbedingung auch frei zu definieren. Das funktioniert ähnlich wie beim Langloch. Wenn ich das Ganze frei mache, schauen wir uns die anderen auch nochmal gerade an. Bemaßung und Prozent wäre hier auch möglich. Und ich schließe den Befehl ab. Dann kann ich eben das Teil nehmen, bis dahin ziehen und das Teil bis dahin. Ja, und haben wir eben hier eine saubere Bewegungsmöglichkeit, so wie es im richtigen Leben wäre. Auch hier in der Verknüpfungsart ist es so, dass hier diese Verknüpfung bei Änderungen auch sehr stabil bleibt und daher für die konstruktive Arbeit sicherlich sinnvoll und gut ist. Kommen wir gleich zur nächsten Neuerung in SOLIDWORKS 2015 und zwar ist das das sogenannte Kettenmuster. Sie sehen, hier habe ich mal eine kleine Kette erstellt, die man ein bisschen bewegen kann. Und jetzt nicht, dass Sie denken, da war jetzt zwei Wochen im Keller und habe diese Kette so konfiguriert. Nee. Es geht relativ flott. Ich unterdrücke die mal. Dann sehen Sie auch, dass hier also diese Kettenglieder frei sind. Und dann gehen wir einfach mal her und sagen, gut, wir machen ein Muster. Ein Kettenkomponentenmuster. Gibt es verschiedene an der Zahl. Einmal einfach ein paar Wellen in dem Abstand an der Kurve entlang. Da vielleicht erst die Möglichkeit, Wägelchen an einer Kurve entlang zu schieben. Und hier haben wir wirklich eine komplette Kette. Als erstes will SOLIDWORKS hier oben wissen, welches ist denn der Pfad. In dem Fall ist das hier der Pfad. Dann will er wissen, was für Kettenglieder habe ich denn. Das wäre einmal das hier mit dem Kettenfolger und dem Kettenfolger. Und dann will er von mir noch eine Mittelebene wissen, an die er dann die Kurve bzw. das Kettenglied zur Kurve ausrichtet. Die Kettengruppe 2 wäre dann das Teil. Auch hier habe ich natürlich wieder die Möglichkeit, meine Kettenfolge oder Kettenwellen hier zu definieren, die Mittelebene dran. Und dann sehen Sie schon, haben wir hier die zwei Kettenglieder an der Kurve ausgerichtet. Jetzt bleibt mir einfach nur noch hier einen Füllpfad anzuwählen und ich habe dann ein wunderschönes Kettenmuster, was Sie jetzt, wie gleich sehen, auch wunderbar bewegen lässt. Ja, ist von der Performance her sogar ganz gut und macht Spaß damit zu arbeiten. Hier nochmal vielleicht eine kleine andere Möglichkeit, mit diesem Kettenmuster zu arbeiten. Das ganze Ding sieht noch ein bisschen wild aus. Zeige Ihnen aber gleich, worauf ich raus will. Und zwar holen wir uns hier auch wieder den Selection Manager, nehmen nur das U
Eiskurve, gehen dann her und sagen, das hier ist mein Kettenteil, ich will hier eine Kette erstellen, sage dem, das hier und das hier sind meine auszurichtenden Kurven und ich möchte hier bitte noch eine Mittelebene dran haben. Dann können wir eben hier noch sagen, okay, wir brauchen 14 Stück. Und da sehen Sie schon, sieht es fast aus wie eine Energiekette. Das Schöne an der Geschichte ist, dass wir das jetzt nehmen können und zum Beispiel zu dem Startteil hier vorne gleich mit verknüpfen können. Ja. Ich kann natürlich genauso hergehen und sagen, der da und der da sind miteinander konzentrisch und die zwei Außenflächen sind deckungsgleich. So, wenn wir jetzt das Ding hier noch wegblenden, dann haben wir hier eine wirklich funktionierende Energiekette. Ich schnappe mir die hier oben mal und dann sehen Sie schon, die gleitet hier ganz wunderbar entlang, so wie sie es im richtigen Leben auch machen würde. Das ist natürlich eine coole Sache, kann man immer wieder mal brauchen und ja, funktioniert auch sehr gut. Kommen wir zum letzten Punkt, den ich im Video heute erklären möchte, und zwar haben wir hier im SolidWorks 2015 in den Zeichnungen auch ein paar Neuerungen. Sie sehen, hier habe ich meine Baugruppe und eine Stückliste davon gefertigt und ja, ich glaube, da bin ich ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Die ist ein bisschen lang. Macht aber nichts. Im SolidWorks 2015 kann ich so einer Tabelle einfach sagen, die soll horizontal automatisch getrennt werden. Hier gebe ich einmal die Zeilenzahl ein, sind in dem Fall jetzt 60 Zeilen, die ich haben will, und sage dem einfach anwenden. Dann wird das Ding getrennt. Und je nachdem, was ich jetzt für Optionen in dem gerade eben eingeblendeten Dialog setze, kann ich das natürlich auch so einstellen, dass wenn ich jetzt mehrere Teile noch hinzufügen würde und die Stückliste würde wieder diese 60 erreichen, würde sie mir automatisch wieder teilen. Das ist natürlich auch eine super Geschichte. Ja. So bleiben Zeichnungen immer stabil und hübsch anzusehen. Wenn wir gerade noch in der Zeichnung sind, vielleicht hier auch nochmal eine kleine Neuerung. Und zwar, das geht nicht nur bei Positionsnummern, sondern allgemein bei Bezugshinweisen. Da haben wir nämlich jetzt die Möglichkeit, diese als Splines abzubilden. Das heißt, wir können also auch hier hergehen und unsere Beschriftungen sauberer setzen und auch mal um irgendwas rumfahren, ohne dass uns da was im Weg rumgeht. Ja, das soll es auch schon wieder gewesen sein mit unseren Neuerungen in SolidWorks 2015. Ja, ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und schauen mal wieder bei uns vorbei. Ich wünsche Ihnen was. Ciao!